Au, 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 au. Oh, ah, oh, ah. Hm. Tschüss, Heli. Der. Der wollte baden gehen. Ja, hallöchen, ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 5. Falls ihr euch wundert, was ist jetzt hier gerade los? Ich habe die letzten 20 Minuten die Aufnahme verkackt. Und ja, jetzt hängen wir hier mitten in der Cutscene. Und jetzt müssen wir den Marshall retten. Und let's go. Das tut mir furchtbar leid, aber gut, ist passiert. Kann ich jetzt auch nicht. Ja, also die Cutscene, kriege ich die Cutscene ja noch zu dir. Das kriegen wir alles geregelt. Eben, gar kein Problem. Aber wir holen uns jetzt den Marshall. Ja, hol dir mal den Marshall. Ich renne. Also ich würde gerne, aber ich kann nicht. Ja, du läufst ein bisschen. Mission, du hast den Marshall nicht aufgehalten. Wie der, wo, wie hätte ich denn aufhalten sollen? Hä? Was? Ich verstehe es nicht. Hätten wir vielleicht einfach schneller hinterher rennen müssen? Ich konnte nicht rennen. Okay, dann nochmal. Hol dir den Marshall. Ich hol mir den Marshall. Jetzt ein bisschen langsamer als wir. Ja, stimmt. Wir kommen näher. Ja. Jetzt kommt's drauf an. Lass den Marshall nicht durch dieses Tor gelangen. Ja, wie denn? Was muss ich tun? Das ist ganz schön knapp. Schnappt euch den Marshall. Rookie, du musst ihn retten. Oh, retten. Ich hab jetzt Takedown gemacht. War das falsch? Weiß ich nicht. Viel Spiel anscheinend nicht. Etwas kommt auf uns zu. Ihr spürt es, oder? Nein, ich spüre gar nichts. Ich bin innerlich tot. Gut. Tracy, bring die Spritze hier rüber. Oh, ruhig, ganz ruhig, Berg. Zieh mich an. Ruhig. Keine Drogen. Warte, der ist voll mit Blitz und schreit dann keine Drogen? Ah, ich vermute, sie hat recht. Ich glaube auch nach dem, was wir bislang erlebt haben. Ich rede mal mit dir. Unwissenheit ist ein Segen. Ja, manchmal schon. Ja, Mensch. Verflucht nochmal, Deputy. Ich kann's kaum fassen, dass du den Marshall aus der Glückseligkeit geholt hast. Hab ich. Das wird die Faith nicht durchgehen lassen. Ist mir egal. Sei auf der Hut. Aber was müssen wir denn jetzt machen? Jetzt wurden wir ja erwischt. Ja, das war, glaube ich, was wir jetzt tun mussten. Nein, die Sünden des Vaters erreiche die Jessup-Gewächshäuser müssen wir immer noch machen. Wir müssen da einfach nochmal hin jetzt. Ja, dann let's go. Hol uns mal einen hübschen Helikopter. Was hätten Sie denn gerne? Einen UH-1 oder einen... Ich hätte gerne was mit Wumme. Ich möchte auch mal wieder fliegen. Möchte ich fliegen, diese. Dann kriegst du die dicke. Ja, Mann. Kriegst du dickes Ding. Oh, wunderbar. Ja. So, dann auf. This way, please. Please, this way. Okay, wir sind da. Ich lande mal hier so, ja? Ja, land mal da so davor. Da so. Ich lande mal hier so. Das sieht gut aus. Ein Sektenaußenposten. Ja, genau hier sollten wir ja auch hin. Ja, das ist gut. So, noch ein Stück. Und aussteigen. Au. Tschüss, Heli. Der. Der wollte baden gehen. Entschuldigung. Project Eden's Gate. Ja, das wissen wir. Okay, jetzt sollten wir vielleicht vorsichtig vorgehen. Ich traue dem Ganzen hier nicht. Hey, Deputy. Virgil hier. Sobald du die Gewächshäuser erreichst, musst du da aufräumen. Zünd einfach alle Blitzpflanzen an.
Ja, das mache ich gleich. Begleiter. Ist nämlich hier unser Dings ist gar nicht dabei. So. Dinge anzünden bin ich gut drin. Oh ja. Oh ja. Hallo, ist jemand zu Hause? Ja, scheinbar ist jemand zu Hause. Hey, hier brennt doch schon alles. Ne, weil das war ja auch ich. Achso. Ich dachte mir, ich schmeiß einfach mal mit ein bisschen Dynamit um mich. Nice. Mensch, lauf doch nicht so schnell, Junge. Dachte ich mir gerade auch. Okay, ah, kleinen Moment. Ich muss mich mal hier hinter der Mauer kurz verstecken. Okay. So. Nix da. Nix da. Der steht nicht wieder auf. Der ist auch down. So. So. So, das ist doch hier so ein Gewächshaus. So. Jetzt habe ich da eine Granate reingeworfen. Die macht nichts geil. So, jetzt brenne. Brenn! Burn, baby, burn! Und jetzt tief einatmen. Es brennt nicht. Wahrscheinlich, weil die scheiß Bewässerung. Ja. Nee, wir müssen das, Wasser abschalten. Hier, guck mal, wo ich bin. Ah! Großes gelbes Ventil. Ich verstehe es. Na gut, okay, dann habe ich das jetzt verstanden. Was willst du denn? Ey. Hör auf damit. Ich ärgern. Ja. Aua. Na ja, gut. Ey, Kuppel. Oh, hast Glück gehabt. Doch nicht. Hast doch nicht so viel Glück gehabt. Wunderbar. Ey, hörst du auf? Achtung. Oh, ich sterbe. Doch nicht. Nein, ich benutze kein Erste-Hilfe-Set. Ich nehme einfach meine Shotgun und die wird das schon regeln. Ja, Shotgun regelt immer. Shotgun regelt wunderbar. Oh nein, Pantherchen geht's nicht gut. Das muss ich kurz ändern. Aber ich glaube... Gut. Das brennt schon. Ja, jetzt lass uns mal ins Haus gehen. Ja, oh. Ja, da kommen auch noch welche. Da hatte ich ihn regelt schon. Aber ich geh mal helfen. Aua, ah, ich brenne. Oh, Hilfe, ich brenne. Ah. I'm burning. Trifft mich hier noch jemand? Warte, ich nehme mal gerade doch ein Erste-Hilfe-Set. Oua. Wer war das? Shit. Immer die mit dem Helm erwischen mich. Ich bin down. Ja, die sind... Die sind hardcore manchmal, ja. Kannst du mich aufheben? Okay, du bist auch down. Okay. Dann sollten wir da vielleicht mit ein bisschen mehr Gefühl rangehen. Was? Ja, nur ein bisschen. Bitte dich, Gefühl. Ja. Ich hätte ja auch gesagt, mit mehr Können, aber da ist bei uns einfach nichts mehr zu holen. Nee, das kannst du vergessen. Das funktioniert nicht. Ja, Deputy. Sobald du die Gewächshäuser erreichst, musst du da aufräumen. Zünd einfach alle Blitzpflanzen an. Der Rauch lockt Fini dann aus dem Wald. Viel Glück. Okay, ja, jetzt wissen wir ja wenigstens, wie es geht. Jetzt kommen hier bestimmt noch andere gleich. Ja, natürlich. Was? Schön. Was machst du? Der macht gar nichts mehr. Na ah, okay, jetzt hat er... Wir haben Tja, hinter der Mauer verstecken, ne? Hilft nicht. Wenn auf der anderen Seite jemand steht. Ja. Da ist ein Sniper. Wo ist er? Da ist er. Alles klar, hab ihn. Wunderbar. Wo ist denn hier noch einer? Oh, da. Oh, der war... Ach, komm. Hallo! Shit! Bist du tot? Ja, natürlich. Warte, ich guck, klammere! Ich klammere! Ich klammere!
Ich klammere um mein Leben. Klammere dich ans Leben. Ja. Ich danke dir, mein Retter. Nein, Vorsicht. Da krieg ich jetzt gleich direkt aufs Maul. Nein. Oh Mann, scheiße, ey. Das ist ich würde sagen, wir sollten vielleicht einen Strategiewechsel ja, uns überlegen. Vielleicht. Also die Shotgun ist nett, aber nicht so nett. Lass uns mal durchs Hintertürchen kommen. Okay. Viel Glück. Der Scharfschütze war das und der ist jetzt weg. So. Noch einer weniger. Oh. Und noch einer weniger. Na schön. Du glaubst, du kannst dich dahinter Geschütz verstecken? Vergiss es, mein Freund. Und weg mit dir. Schön. Zack, weg damit. Den haben wir gleichzeitig wieder erwischt. Das sah gut aus. Mal kurz nachladen. Lade nach! Weil wir müssen gucken, dass die keine Hilfe holen. Ja. Das war's. Okay. Schön. So, können wir das Bliss bitte anzünden jetzt? Ja, ich hoffe doch. Wahrscheinlich hätten wir es erst anzünden müssen. Nee, glaube ich nicht. Wir sollten das ja nur befreien, oder? Der hat gesagt, wir sollen es anzünden, weil da kommt irgendjemand raus. Hat er gesagt, sagt er. Gut, das können wir ja immer noch machen. Rachel Jessop hätte die Gewächshäuser schon vor einer Weile der Sekte überlassen. Sie hat Eden's Gate wohl nicht als das erkannt, was es ist. Oder vielleicht war es ihr auch einfach egal. Ja, vielleicht war es auch egal. Die hätte die Sekte auch ausgetüftelt, wie man diese ganzen Blumen Bliss verwandelt. Die Angels, die Judges, der Nebel, das ganze Elend nahm dort seinen Anfang. Deputy, hört sich nach Ärger bei dir an. Sei vorsichtig und vergiss nicht, du musst diese Blissfelder abbrennen. So ja. Ja, machen wir doch. Bumm! Oh, was hat... Oh je. Die Blissfelder! Beschützt die Felder! Die wollen sie verbrennen! Ja? Und soll ich was sagen? Wir tun das sogar. Ja, also eins ist schon abgefackelt, das andere brennt und du bist doch bestimmt auch noch bei einem. Haltet sie auf. Euch ist klar, dass uns das Gebiet hier schon gehört, ja? Ja, also wahrscheinlich gibt's jetzt gleich wieder richtig hier Freunde. Gibt's wieder Uff Schnauze. Ja, da kommen welche. Okay, ich bin schon auf dem Dach. Wer auch immer Fini ist. Okay, hier ist Fini. Wir sind gerade eingetroffen. Was geht da unten vor? Nix, hier ist alles in bester Ordnung. Warum? Wo ist der? Ich habe keine Ahnung. Hier kamen auf jeden Fall gerade welche, die habe ich erledigt. Ah, warte, da kommen noch mehr. Was? Was ist los bei euch? Komm zum Treffpunkt. Da erledigen wir sie. Bitte? Was möchtest du von mir? Da, ist das Fini? Ich glaube, das war nicht vorgesehen, dass wir... Dass wir es erst befreien und dann es anzünden? Ja. Du entfernst dich zu weit vom Missionsziel. Wo ist denn... Oh, was? Da, 200 Meter. Wir können ihm doch jetzt nicht hinterherlaufen. Super, der fliegt, ne? Ja, ist mir schon klar. Deswegen habe ich ja gesagt, es ist geil, dass wir den zu Fuß verfolgen dürfen. Vertrau mir, ich habe keine Ahnung, was ich tue. Das weiß ich doch, Jan. Wo ist er denn? Ja, das ist... Ach, lass mich doch in Ruhe. Ja, siehst du, das kommt davon, wenn du dich mit dem Panzer anlegst, vor allen Dingen. Das ist der Panzerpanther. So, komm raus. Bitte. Haben wir den Tier nicht befreit? Das ist ein Träumchen. Oh! Oh! Verpiss dich! Lass meinen Panzer in Ruhe! So. Wo müssen wir jetzt hin? Warte. Ich wo weiß müssen wir es nicht, Jan. Erstliche Anweisung? Nein. Das ist gut gelaufen. Da müssen wir hin. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Da oben, okay. Ja, dann let's go. Willst du mit dem Auto fahren? Ja, lass uns mit dem Auto fahren. Okay. Nein. Ach so, du fährst mit dem eigenen Auto. Ja, ist auch gut. Können wir auch mal machen. Kannst du kurz warten?
Ja, ich kann hier kurz anhalten. Hier ist auch noch ein Außenposten, ne? Ja, dann. Eine Brauerei ist sofort dabei. Der pfeifende Biber. Also, eine Brauerei übernehmen, das ist genau mein Stil. Okay, das war schon mal gut. Oh, geiler Scheiß, Jan. Oh, das war wunderschön. Gell? Manchmal kann er was. Oh, ich liebe das. Okay. Schade. Ja, mach mal. Das ist schlecht. Verstärkung ist doof. Wir schaffen das, Jan. Ich glaub an uns. Tach. Ich geh da jetzt rein. Ich bin schon drin. Ich weiß. Aber ich muss doch erst noch looten, Jan. Stimmt, Entschuldigung, ich vergaß. Ja, wie kannst du nur? Wo ist denn jetzt hier noch einer, oder ist das die... Ach, da ist Verstärkung. Wo ist die Verstärkung? Süden. Ah ja, okay. Eine Ungläubige! Ja, das hast du aber früh erkannt, Kumpel. Ich geh mal hier außen rum. Oh, hi! Das kniet ja einfach vor mir! Was ist los? Ach, ich hatte hier kurz Besuch, der war ungünstig. Aber alles gut. Alter, der Puma, der geht ab, das ist ja eine wahre Freude. Ich liebe den. Wow. Böses Kätzchen ruft da, böses Kätzchen. Nee, 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 geiles Kätzchen, absolut. Nein, bleib stehen. Oh nein, ich habe ihn gerade erwischt und habe mich gestorben, Jan. Ich liege auf dem Dach. Auf dem Dach? Ja, auf dem Dach. Das hatten wir neulich umgekehrt. Und da lagst du auf dem Dach. Ich komm hoch. Aber ich habe den Flammenwerfer-Typ hier noch erwischt. Mit meinem letzten Schuss. Meine letzte Tat war eine gute Tat, Jan. Ja, dann kommst du garantiert in den Himmel. Ich komme in den Himmel. So. Könnt ihr mich mal mit eurem Scheiß-Alarm hier... Um das jetzt mal hier klarzustellen, ne? Nämlich. Wer nämlich mit Haar schreibt, ist dämlich. Hatten wir hier schon Außenposten befreit? Nein, noch nicht. Aber hier ist was zu lesen, Jan. Ich repariere mal das Auto. Ist gut. Wer schießt denn hier noch? Da, oh Gott, da kommen schon wieder welche. Hä, wo wollen Sie denn hin mit dem Auto? Können Sie sich bitte mal entscheiden? Wo sind die? Süden wieder. Ach, Kinder, Kinder, Kinder. Gut. Nämlich, whoopididoo. Das war dann die Brauerei. Ja, Mann. In jedem Krieg brauchst du Alkohol. Absolut. Für die Moral und so. Weil wie sind immer alle aus ihren Löchern gekrochen kommen, ne? Ja. Ich frage mich halt wirklich, wo die dann plötzlich mal herkommen. Aber es soll mir recht sein. Vor allem das Bliss, weißt du, ganz brav erstmal ins Erdreich gekippt. Ja, ist richtig gut. Achso, hier war was zu lesen. Warte, ich lese mal, ne? Notiz des Chemikers. Blisspulver wird nur von Fakes persönlichen Chemikern in ihrem Bunker hergestellt. Flüssiges Bliss hat eine höhere Wiederbelebungsrate für die Angels, die darin getränkt werden. Natürlich ist das Puder stärker, aber wenn man jemanden damit umhaut, steht er nicht wieder auf. Angels brauchen flüssiges Bliss. Nur weil das flüssige Bliss sie zuverlässig wieder auf die Beine bringt. Vertraue Face. Vertraue den Angels. Komm, komm. Nein, 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 nein. Fahr doch nicht weg. Kumpel, hallo. Ja, nö. Der sagt, hat er keine Lust. Kannst du mich mal nicht über den Haufen fahren, Kumpel? Außerdem siehst du aus wie Herc. Wir haben gleich ein richtiges Problem, Kumpel. Fahr. Bleiben Sie stehen. Was? Ja, okay. Ich bedanke mich bei euch fürs Dabeisein und hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge Far Cry wiedersehen. Tschüss. Ciao.